Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe überlegt, ob wir schlafen sollen. Ich denke mir, wir werden die nächste Raststätte da noch abwarten. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Immerhin haben wir noch 1683 Kilometer vor uns. Das ist noch ein bisschen Holz, ne? So, ich habe gestern das Lenkrad neu installiert. Ihr wisst, das Problem mit der Lenkung. Ich habe das Lenkrad abgezogen, Treiber runtergemacht, neu installiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es ausschaut. Manchmal hängt sich auch das Gerät ein wenig auf. Fahren wir unseren Weg. Geschlafen haben wir jetzt nicht, weil ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich verschenkte Zeit irgendwo jetzt. Das werde ich dann machen, wenn es notwendig ist. Also es lenkt sich auf jeden Fall schon mal wieder anders. Hier hätte ich fast Durchfahrt. Gibt es noch solche Autobahnabfahrten? Ich denke, die hätte SCS alle rausgeschmissen, oder? Es gibt es tatsächlich Länder, wo es diese noch gibt. So, jetzt läuft, läuft das auf jeden Fall wieder schön smooth. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Wir haben Samstag früh. Es ist jetzt kurz nach 9. Ich war schon einkaufen, habe das alles erledigt. Vielleicht werde ich erstmal was frühstücken. Ich habe nur Hunger. Ich glaube, heute wird es recht warm. Wir haben jetzt schon 23 Grad in der Wohnung. 20 sind es draußen. Entschuldigt meine Fahrweise. Das ist immer, wenn ich woanders hingucke. Was? Ich denke, ich darf 90 fahren. Jetzt nur noch 80? Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Ist mal wurscht, ich fahre trotzdem 90. So holt man doch ein bisschen Zeit wieder raus. Immerhin 10 Kilometer in der Stunde mehr. Bei 5 Stunden immerhin 50 Kilometer. Ich glaube, ich muss da noch mal ein bisschen nachjustieren. Wieder unser DHL-Freund. Diesmal sind wir schneller. Ein etwas komisches Fahrverhalten. Also da muss ich noch mal ran an die Lenkradeinstellung. Ja, da können wir an dieser Stelle schon sagen, wie immer, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, kostet euch gar nichts. Klickt auf die Glocke und ihr erfahrt auch, wenn es was Neues gibt. Bei Twitch könnt ihr ab und zu auch einmal reinschauen, wenn ich dort unterwegs bin. Dort auch ein Follow da lassen, kostet euch auch nichts. Mal schauen, was man da noch machen kann. Und wer Lust auf Landwirtschaftssimulator 19 hat und Roleplay und
Unten in meinem Video ist ein Link zu Chaos Farming, da einmal drauf schauen. Und wenn ihr dann... Das war mein Fehler. Entschuldigung. Wenn ihr dann Lust verspürt mitzumachen, über den Teamspeak Rainer oder Patrick ansprechen. Und dann wird es schon werden. Junge, Junge, ich bin doch noch nicht ganz wach, glaube ich. Bin echt gespannt. Ich wollte unsere Fracht eigentlich heiler ans Ziel bringen. Im Moment sieht es erstmal nicht danach aus, als wenn wir das schaffen. So, wenn er jetzt gähnt, dann können wir auf dem nächsten Parkplatz schlafen. Wenn nicht, fahre ich noch eins vorbei und riskiere eine Strafe für Arbeitszeitüberschreitung. Okay, er gähnt nicht, also schlafen wir hier nicht. Alter, jetzt fängt er noch an zu schleudern hier. Das hatten wir gerade. Was sind das hier für komische Abfahrten neuerdings wieder? Ja, jetzt fängst du an zu gehen. 3 Meter nach der Radstelle, du Nasenbär. Aber, Leute, die Kilometerzahlen schrumpfen. 1500 sind es jetzt noch. Ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann mal ankommen. War ich eben einkaufen. Ich wollte neue Pizza mitbringen. Ich habe sie natürlich prompt vergessen. Naja gut, ich werde jetzt Wochenende nicht verhungern. Alter, irgendwie... Ich glaube, ich sollte die Lenkempfindlichkeit wieder ein bisschen hochdrehen. Da hinten scheint es keinen Rastplatz zu geben, das ist nur ein Autobahnschild. Hm. Was? Geschwindigkeitsüberschreitung. Vor allem, von wo blitzt ihr mich? Ganz moderne Technik, Radarüberwachung aus dem Himmel. So, jetzt fängt es an zu regnen, wie passend. Aber in 3 Kilometern fahren wir auf den Rastplatz. Deswegen mache ich die Scheibenwischer jetzt gar nicht erst an.
irgendwie genauso aus wie der letzte. So. Es ist in der Nacht. Die Grillen zirpen. Es regnet nicht. Irgendwo hört man einen komischen Ton. Ach, diese Windmaschinen da, ja, okay. Kurzer Blick auf die Uhr sagt mir, wir fahren in dieser Folge nicht mehr weiter. Ich gucke mir noch mal ganz kurz meine Lenkradeinstellungen an. Interessant war, dass ich die Lenkempfindlichkeit jetzt mal wieder ein bisschen höher. Interessant war, dass ich das hier tatsächlich wieder runtersetzen konnte. Das ist verschwunden, dieses gelbe Ding. Das müssen wir mal beobachten. In diesem Sinne. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr wisst, ihr kennt das Ganze. Ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich für jeden einzelnen Abonnenten da unter euch. Und jeder einzelne von euch ist hart erarbeitet. Und das macht mich so ein bisschen stolz. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen früh wieder gesund und munter bei der neuen Folge ETS 2. Bis dahin, tschüss, macht's gut.